Hallo und herzlich willkommen. Sie sehen hier ein neues Video der Serie THL in Fahrt. Heute geht es um die Frage, wie hoch willst du hinaus? Ich bin hier im Riesengebirge, fast auf dem Kamm des Riesengebirges. Und beim Hochlaufen kam mir die Erinnerung an einen Klienten, der sagte, Herr Lemke, ich glaube, ich bin höher gestiegen, als mir gut tut. Der Klient ist ursprünglich Tischlermeister, hat ein Unternehmen aufgebaut mit etwa 50 Mitarbeitern, ist Bürgermeister seines Heimatortes und sagt, wenn ich mir heute meinen Tagesablauf angucke, so habe ich nie leben wollen. Früh fahre ich auf Arbeit, sitze dann den ganzen Tag in meinem Büro über irgendwelchen Zahlen oder rede mit irgendwelchen Leuten. Nebenbei mache ich die Bürgermeisterei. Abends komme ich spät nach Hause. Meine Familie sehe ich kaum und dass ich getischlert habe, ist schon viele Jahre her. Und der Klient erzählte dann von einer Begegnung mit einem Kollegen, mit dem er zusammen die Meisterschule besucht hatte. Und er sagt, als der aus seinem Auto stieg, hatte ich den Eindruck, das ist ein glücklicher Mensch. Und dann haben sich die beiden unterhalten, wie das Leben so gegangen ist. Und der Kollege erzählte, dass er auch mal vor der Frage stand, sein Unternehmen größer zu machen. Das heißt, die Werkstatt vom heimatlichen Hof wegzunehmen. Hatte dann über 10 Mitarbeiter. Irgendwo in einem Gewerbegebiet eine größere Werkstatt zu bauen. Und er hatte sich aber anders entschieden. Denn in der Zeit war seine Frau schwanger. Und die beiden kamen darüber ins Gespräch, wie ihre Zukunftspläne aussehen. Und ihm wurde bewusst, wenn ich jetzt da irgendwo eine große Werkstatt baue, dann werde ich meistens dort sein, dann gehe ich früh auf Arbeit, komme irgendwann spät abends wieder nach Hause, sehe meine Familie wenig und wenn ich viele Leute habe, komme ich auch kaum noch zum Arbeiten. Und eigentlich bin ich Tischler und ich will tischlern. Und er hatte sich damals entschlossen, sein Unternehmen wieder kleiner zu machen, hat jetzt 4, 5 Mitarbeiter und manchmal einen Lehrling. 3 bis 4 Tage in der Woche tischlert er noch selbst mit und sagte wohl auf die Frage des Klienten, ob er zufrieden wäre mit seinem Leben, ob er glücklich wäre. Ja, im Großen und Ganzen bin ich glücklich. Ich kann die Arbeit machen, die mir Spaß macht. Ich kann für meine Familie da sein. Ich sehe früh meine Kinder. Ich sehe sie mittags, wenn sie aus der Schule kommen. Ich esse abends mit meiner Familie Abendbrot. Finanziell kommen wir zurecht. Wir kommen gut über die Runden. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Jetzt frage ich Sie, können Sie das von sich sagen? Oder geht es Ihnen wie meinem Klienten, der sagt, ich bin höher gestiegen, als mir gut tat? Gerade im Beruflichen ist es ja verführerisch, so in diese allgemeinen Kategorien zu rutschen. Also in dieses höher ist besser als niedriger, mehr ist besser als weniger und so weiter. Wenn Sie angestellt sind, sind Sie vielleicht interessiert am Gehalt und am Ansehen des Topmanagers. Aber möchten Sie auch seinen Tagesablauf? Möchten Sie das Leben mit ihm tauschen? Schauen Sie genau hin. Oder wie mein Klient, der gerne getischlert hätte, der heute noch sagt, eigentlich bin ich Tischler und ich habe immer wieder Freude, wenn ich Holz in die Hand nehme. Aber ich komme nicht dazu. Der Laden ist zu groß geworden. Sicherlich kann man da schauen und kann optimieren, dass er mit seiner Zeit besser umgeht und dass er sein Leben besser gestaltet und ein Stück glücklicher wird. Und doch steht da die Frage, ist er am richtigen Platz oder sollte er vielleicht lieber woanders hingehen? Weil wir hier im Gebirge sind, würden Sie sich lieber unten ansiedeln im Tal, wo aus gutem Grund die meisten Leute wohnen? Würden Sie ganz hoch auf den Berg gehen, wo es unwirtlich ist, wo es steinig ist, wo man aber weit oben ist und über alles blicken kann? Oder siedeln Sie sich lieber hier irgendwo in der Mitte an, wo man so etwas Ausblick hat und trotzdem noch etwas geschützt ist? Was ist für Sie ein guter Platz?
verstehen Sie mich richtig. Ich bin durchaus dafür, dass man daran arbeitet, dass man das erreicht, was einem wichtig ist. Man sollte nur genau wissen, was einem wichtig ist. Und aufpassen, dass man nicht so in diese allgemeingültigen Kategorien oder in so einen Rausch hineinkommt, wo man nur noch einen Teil sieht und das Restliche ringsherum vergisst. Und dann irgendwann aufwacht und sich wundert, wo man denn überhaupt gelandet ist. Wie hoch wollen Sie hinaus? Was ist für Sie wichtig? Mit diesen Fragen lasse ich Sie jetzt allein. Ich verabschiede mich, ich werde noch etwas weiter wandern. Lassen Sie sich's gut gehen. Schauen Sie mal wieder auf meinem Blog vorbei unter www.t-h-l.de. Ihr Thomas H. Lemke.